Sie sind die ganz Schlimmen. Wunderbar, ich freue mich total, Rafiki endlich mal zu sehen. Nur den Scheiß schon verdammt lang. Ich finde das gut, dass die mittlerweile jetzt ein bisschen, soll ich sagen, Fame geworden sind. Ich freue mich drauf. Yeah, yeah, RUFF for life. Started from the button. Hier. From the button. Now we're here. From the button. Started from the button. Now we're here. Started from the button, now we're here. Ja, ich bin Chris Leff von Rough Fiction. Ich bin Labelchef und Kopf der ganzen Bande. Abok! Abok, ich bin Abok! Du Ficker! Hallo, ich bin der Abok48 von Rough Fiction und ich glaube, wenn ihr die DVD habt, solltet ihr mich kennen. Wenn ihr mich nicht kennt, dann hat euch wahrscheinlich irgendeiner die DVD einfach geschenkt, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Ja. Mensch, Klaus, was machst du denn da? Brauche ich, das kann ich einschlagen. Ja, aber Medizin! Ich bin Arzt! Ey, könnt ihr kurz rausgehen? Bitte. Ich weiß nicht, dass ich das dann besser machen kann, Hauke. Ist doch kein Problem, oder? Schwuchtel. Einfach Schwuchtel. Es ist nur mit Drogen den ganzen Tag. Aber wenn ihr welche bei mir nehmen, das kann ich nicht, wenn jemand im Raum sitzt. Nein! Spaß. So, ja, ich bin Craig Klaus, bin 28 Jahre alt. Komm aus Hameln. Ja. Rough Fiction war so ein kleines Nebenprojekt von mir, weil damals habe ich noch Musik gemacht mit den Uzi Entertainmentern zusammen mit Shooting Star, Kegan und so weiter und so fort und hatte dann aber auch Lust mit damals noch zwei anderen Kumpels halt Musik zu machen und dann haben wir uns eigentlich eingeschlossen und haben halt Musik gemacht und dann haben wir gesagt, ja, dann braucht man ein Label dazu und dann haben wir damals den Timo, den Planke kennengelernt, der damals Internetseite gemacht hat, wo er halt quasi Hip-Hop aus der Gegend pushen wollte und der hat uns dann quasi finanziert und hat dann von diesem ersten DAD-Album Götterdämmerung 2006 war es, also 2005 haben wir es gemacht, 2006 kam das Album dann raus, davon haben wir 2000 CDR-Rohlinge pressen lassen, von denen auch die komplette erste Auflage eine Fehlpressung war und deswegen braucht man nochmal neue CDs und da sind jetzt, glaube ich, 40 CDs auf dem Umlauf, die einfach kaputt sind. Sorry, hörst du Rapmusik? Ja. Morgens hier. Morgens. Wenn du willst eine CD kaufen? Hä? Willst du eine CD kaufen? 3 Euro. Deutsche Pop oder was? Ja. Nee, lass mal. Okay. Mois, ja, ey. Das war der Anfang von Rough Fiction. Also der Name ist auch irgendwie komplett blödsinnig entstanden, weil ja, wir brauchten halt einen Namen für ein Label so und Planke wollte, glaube ich, das Ganze Flex Records nennen, das war der ursprüngliche Name von Rough Fiction und dann haben wir aber gesagt, nee, Flex Records ist irgendwie, das passt nicht, das passt irgendwie nicht zu uns und so und damals war der Film, mit dem wir das Götterdämmerung Album gemacht haben, der war so ein bisschen, ja, nee, das ist auch so krasse Musik und alles Mögliche. Und der war da schon irgendwie auf so einem Film, dass er gesagt hat, das soll irgendwas sein, was, dass die Leute merken, ah, okay, das ist nicht ernst gemeint und so, weil der mal so ein bisschen Angst davor hatte, dass Leute das halt ernst meinen, was wir überhaupt nicht hatten damals. Dann habe ich halt einfach, um den zu ärgern, hatte ich die Idee, dass wir das ganze Label Non-Fiction nennen. Und er meinte, nee, können wir nicht machen, das ist ja voll kacke. Und ich sage, man, das ist wie so ein Mittelfinger an jeden, der denkt, das ist halt real. Und dann hat er aber so rumgenörgelt und so weiter. Und ich wusste auch gar nicht, dass es dieses Non-Fiction-Label, was weiß ich, was die da, die Crew um Ilbil, hieß ja auch irgendwie Non-Fiction, aber das kannte ich damals gar nicht. Rough fand ich als Namen ziemlich geil und Gunnar hatte auch irgendwo mal, oder Devil war es, glaube ich, auf diesem Magnetics Tape hatte er eine Line, ich bin rough wie ein Stück Scheiße auf dem Bürgersteig und so. Und dann habe ich gedacht, rough. Und dann Fiction ist schon geil. Und dann machen wir Rough Fiction mit 2F statt mit 3F und so, weil es Ghetto ist. Und dann habe ich irgendwie die anderen angerufen und so, hey, Rough Fiction. Ich so, oh, ja, ist okay irgendwie. Und dann war aber Rough Fiction
geboren, weil ich habe das dann halt auch durchgesetzt. Das war dann halt Rough Fiction. So. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war. Also ich glaube, das Album war auch schon fertig und dann haben wir erst den Labelnamen irgendwie dazu uns ausgedacht oder so. Ja, es war 2006 der richtige Anfang von den kleinen Lausbuben, Cracklaus und Aborg, da war ja noch nichts zu sehen damals. Die waren da noch nicht da. Die waren da noch im Garten spielen mit Steinen und so und Stöckern. Haben so Soldaten gespielt, Peng Peng. Da waren wir schon auf der Street. Auch habe ich kennengelernt, das war, ich glaube, damals 2007, so 2006, 2007 rum, in einem Forum Bremen-Ost, Snuffshit, von damals noch Schimmel, Master Mo und Craig. Und darüber habe ich auch die Uzi Entertainer kennengelernt, 2005, glaube ich. Irgendwie war Klaus da angemeldet, keine Ahnung, die sind da zu einer Jam nach Gifhorn gefahren und ich habe damals auch schon Mucke gemacht und haben das da so in die Gruppe gepostet. Dann war ich auch bei den Uzi Entertainern und so, oh, voll krass. Und ja, wir sind alle bei einem Label, Record, bla bla. Irgendwie. Ich habe zu der Zeit auch noch in Hameln gewohnt oder es war kurz bevor ich weggezogen bin. Also ich habe da mal ein Jahr gewohnt. Und ich bin mal die Liste durchgegangen. Von den Namen her, da stand auch, aus welcher Stadt man halt immer kommt. Und habe ich gesehen, dass er aus Hameln halt kommt. Dann habe ich ihn angeschrieben, haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir uns halt verabredet, dass wir zusammen halt zu einem Schimmelkonzert gehen. Musste auch 2008 oder so gewesen sein, haben wir uns dann in Hannover getroffen. Unterm Schwanz, am Bahnhof. Dann habe ich mich da halt irgendwie am Bahnhof mit Klaus und seinem Bruder und seinen Kumpels irgendwie getroffen und sind auch noch zwei oder drei Leute von denen sind gar nicht reingekommen zu dem Konzert, weil die zu jung waren. Und ja, Klaus, Alter, der ist halt einfach eine Erscheinung gewesen und der hat damals, glaube ich, auch so seine ersten Texte geschrieben und sein Kumpel Diek so, ey, guck mal, der Klaus, der kann rappen und so und dann hat Klaus irgendwas gerappt und das war halt schon so, Mann, ey, der hat irgendwie von 50 Wörtern, waren glaube ich bestimmt 35 Wörter einfach nur Waffen aufgezählt. So, ich komme mit der Machete und der Streitachse und ich piekst dich mit meinem Dreizack und mit meinem Morgenstern erschlage ich dich mit meiner Silberkette und ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall schon, hat hart Eindruck hinterlassen und Klaus und ich haben dann, ja, haben uns da kennengelernt irgendwie. Klaus und ich, wir haben uns gut verstanden und dann sind wir halt runtergefahren zu Klaus und haben gesagt, ja, wir machen einen Track zusammen, geil, mit Klaus 1. Und Klaus hat damals ja noch eine Crew gehabt mit Hanks Beats, Weser Rap Beats oder Weser Rap Mörder, glaube ich, irgendwie so. Und dann sind wir zu Hanks und der hat in so einem, ja, nicht Hochhaus, aber der hat halt in so einem Block gewohnt und so. Wir sind angekommen mit Baseballschlägern und Waffen. Und ich hatte gerade damals meinen Führerschein irgendwie und dann sind wir mit dem Auto meiner Mutter dahin gefahren mit so einem türkisen Mazda 323 oder so. So die totale Crack-Karre irgendwie. Und ja, und dann sind wir da mit Äxten und Baseballschlägern und so an. Ich hatte so eine, ich weiß nicht, so eine helle Camouflage-Mütze hatte ich auch und ein cool Savage-T-Shirt an und so. Und Klaus war schon so, oh fuck. Und dann haben wir unser Mic da aufgestellt. Wir so, ja, wir spitten jetzt. Ich habe irgendwie zwei Parts noch an dem Tag da geschrieben, weil ich dachte, wir fahren nach Hameln, wir müssen da jetzt Tracks machen. Dann hat Klaus da auch wieder gerippt. Dann haben wir halt Fötus Brot gemacht. Also nicht fettes Brot, sondern Fötus Brot. Und dann waren wir auf dem Rückweg und haben so gequatscht und meinten so, ja, Klaus ist schon krass, ne? Ja, der ist schon krass. Ey, Klaus sieht auch aus wie Crack, oder? Ja, der sieht aus, als würde er auf Crack sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, Klaus, Mann, hast du Bock bei Rough Fiction zu sein? Der so, ja, klar. Ich so, ja, aber dann musst du dich umnennen in Crack Klaus. Und er so, ja, geil. Crack Klaus ist geil, Alter. So. Und seitdem war er dann halt nicht mehr Klaus 1 mit Z am Ende, sondern halt Crack Klaus. Und seitdem war er auch bei Rough Fiction gesigned. Gesigned, ja, Mann. Wir haben alle Leute gesigned, von der Straße weggeholt, die Kids, Alter. Die hatten keine Zukunft. Wir haben die weggeholt von der Straße, wie ein Schulbus. Dann haben wir irgendwie uns getroffen, Mucke gemacht. Ja, und so hat sich das entwickelt. Hanks Beat. Und Klaus am Headset. Ja, und den Aborg, den habe ich kennengelernt über, glaube ich, Audiomax. Ich war damals, ich habe ja noch mit meinen alten Freunden damals Musik gemacht und ich war immer ein riesengroßer Fan von Watch Your Back. Und dann waren wir mal auf einem Konzert in, ich glaube es war Panzer Jam 2 in Schüttdorf, auf einem Watch Your Back Konzert. Und da habe ich vorher schon mal mit Audiomax geschrieben, damals noch per ICQ so, richtig oldschool.
weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ICQ. Hat man damals benutzt, im Messenger. Dann haben wir schon vor uns verabredet, ob wir nicht mal uns da kurz mal treffen können. Und ich habe ihm mal einen Song von mir geschickt und es hat ihm alles gefallen. Aber da hatte ich auch noch nichts von Rafiction gehört. Und auf der Veranstaltung an sich hat mir dann, ich glaube ein Mädchen war es, eine CD in die Hand gedrückt, wo drauf stand Rafiction. Nee, das war eine DAD-Promo-CD. Genau, DAD-Promo-CD. Und ich dachte mir so, ja, danke. Keine Ahnung, was soll ich damit, ne? Watch Your Back-Auftritt angeguckt, dies, das. Damals wusste ich halt noch nicht, was das für eine CD war. Und dann habe ich mich mit Audiomax halt abends noch unterhalten nach dem Auftritt. Und wir waren cool miteinander auf jeden Fall. Und hat, glaube ich, Max uns vorgestellt. Irgendwo meinte so, ey, hier, das sind die Jungs aus Hörstel. Guck mal, das ist der Arbok. Und ich so, ja, hi. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich miteinander geredet haben, aber ich glaube nicht. Aber ich so, ja, hi, okay, cool. Ich wusste halt, dass Max irgendwie mit denen zu tun hatte. Und dann auch nicht mehr wirklich gesehen. Und Max hat dann aber einen Song gemacht, auch mit denen. Und Max war dann ja auch bei Watch Your Back raus, war dann aber bei Rafiction auch gesigned. Also wir haben ja uns ein großes Umfeld aufgebaut. Und so ein paar Wochen später hat er mir dann mal erzählt, dass Force 1 von Watch Your Back, damaliger Name von Hauke, neues Label gründen will. Und die suchten auf jeden Fall noch einen. Ich dachte mir, oh geil, Alter, Force 1, Alter. Ja, dann haben wir auch so über ICQ geschrieben und hatten so Kontakt. Und dann meinte ich, ja, hast du nicht Bock mal mitzukommen? Wir hatten damals alle 4 Wochen oder alle 3-4 Wochen hatten wir so Meetings. Krass, krasser Rapper. Ja, da bin ich auf jeden Fall, komme ich mal mit. Und dann bin ich mit Audimax dahin gefahren. Und dann hat er halt so, ja, hier, guck mal, der Arbok, der spittet voll krass. Und wir haben ja früher also auch richtig behindert geredet, eigentlich, ja, der spittet und guck mal, wie der float und bla bla irgendwie. Und da waren dann alle da so und dann haben wir halt, hat er gesagt, ja, wir suchen noch einen und dein Sound ist cool so, ja, hast du Bock? Ich so, ja, klar, voll geil, Rafiction, klar, bis dahin auch noch nichts wirklich gehört. Kann gut rappen und der wäre eine Bereicherung und dann haben wir auch gesagt, ja, bist du halt jetzt dabei. Ja, dann bin ich dazugekommen, dann gehörte ich auf einmal zu Rafiction, ich habe auch nichts irgendwie groß unterschrieben, war dann so. Ich weiß noch, es gab damals für ein Album hatten wir wirklich Verträge und das war, glaube ich, Götterdämmerung. Da gab es wirklich einen Vertrag mit Timo. Da haben wir unsere Rechte abgetreten. Den Schwein, ey. Hat er echt alle unsere Rechte. Ja, und 2012, Ende des Jahres, habe ich ja mein letztes Soloalbum released, X. Und das ist ja auch in einer relativ schweren Zeit rausgekommen für Rafiction, weil wir halt auch so, ja, wir hatten unsere Steuersachen halt auch überhaupt nicht auf dem Schirm und so. Und dann haben wir mit dem Finanzamt Probleme gehabt und die wollten Geld von uns, beziehungsweise sie wollten eigentlich nur wissen, wie viel wir so einspielen und so. Und da wir alle irgendwie auch so ein bisschen Hänger sind, was das angeht, mussten wir dann da immer Strafgeld zahlen. Die haben uns geschätzt und so. Und ja, das war alles ein bisschen schwierig. Und dann kam halt X und X war so, ja, so ein kleiner Befreiungsschlag, weil zu der Zeit haben wir dann halt auch endlich unsere Finanzen im Griff gehabt und haben dann auch mal wieder Geld zurückgekriegt vom Finanzamt. Ja, man muss sagen, ohne X wäre Rafiction, glaube ich, 2012 hätte es das nicht mehr geben können, weil wir haben da ein Jahr gehabt, da waren 4 Alben draußen, also wir haben im 3-Monate-Rhythmus haben wir Alben released, die aber auch alle nicht den großen Erfolg oder den Erfolg, finanziellen Erfolg gebracht haben, den wir uns erhofft haben. Und wenn man halt alle 3 Monate versucht, ein Produkt gebürtig quasi zu releasen, war halt natürlich schwierig. Ja, 2013 fing dann eigentlich auch an, dass wir uns so als Gruppe zu dritt erstmal
finden mussten, so ein bisschen, weil wir waren ja vorher immer mit mehr Leuten unterwegs und wir haben uns eigentlich Anfang 2013, da weiß ich noch, da sind Klaus und Abok hergekommen und dann haben wir uns hier hingesetzt und haben gesagt, hier, lass uns so ein Album zu dritt machen. Und haben wir gesagt, ja geil, das war im Januar 2013. Ja, Roughnecks sind wir, glaube ich, angefangen im November 2013, so wie ich mich erinnern kann. Wir hatten eigentlich schon die ganze Zeit vor, ein Album zu machen, Anfang des Jahres, also 2013. Waren dann aber irgendwie die ganze Zeit auf Tour, wir hatten Gigs, den ganzen Sommer auch mal die ersten Gigs in der Schweiz und in Österreich. Und dadurch hat sich irgendwie die Arbeit immer nach hinten verlagert, bis wir dann im November, ich glaube es war November, angefangen sind. Ich glaube, Hauke hat wie immer den ersten Schritt gemacht und kam mit irgendwelchen Songideen, ist ja immer so, weil Klaus und ich hängen nur rum. Machen nicht viel und Hauke ist halt sein Arbeitsziel, der arbeitet immer vor. Dann haben wir uns immer gegenseitig besucht, dann waren wir halt erstmal, ich glaube... Bei Hauke in Berlin getroffen, genau, wir haben eigentlich gesagt, wir treffen uns jedes Wochenende bei einem von uns. Sind bei Hauke in Berlin angefangen, damals haben wir halt noch, ja damals ist es nicht so lange her, bei Hauke in der Wohnung aufgenommen, der hat da so eine Ecke. Ganz super professionell hat er das da eingerichtet und dann fingen wir halt an, die ersten Songs zu machen. Richtig oldschool, wir haben uns fürs Wochenende verbracht, haben gesoffen, haben, wie Hauke gesagt, Sportzigaretten geraucht. Ich nicht, ich rauche keine Sportzigaretten. Und dann haben wir dazu Tracks gemacht, ja. Und dann hat jedes Wochenende woanders hin. Danach waren wir halt ein Wochenende bei Klaus, da war es richtig Gangster. Da haben wir wirklich in Klaus seinen Schlafsack gerappt, weil er hat keine richtige Ecke zum Aufnehmen. Der hat nur ein Mic oder ich glaube sogar Hauke hat es mitgebracht. Und dann haben wir da den Schlafsack von der Decke gehangen. Und haben da so das Mic da reingestellt und das war so wirklich wie 2007, richtig, richtig back to the roots, ja. So wie damals haben wir halt das ganze Wochenende nur Kante gegeben. Und dann haben wir da halt auch das ganze Wochenende das gleiche gesoffen. Klaus und ich haben uns zwei Wodkaflaschen reingehauen. Hauke hat gut was weggeraucht, Klaus natürlich auch. Klaus hat alles, was ging, gemacht und haben dann eine Woche halt in Hameln verbracht. Und haben dann halt Mucke gemacht und da hat man halt richtig gemerkt, okay, es ist einfach wieder wie früher so ein Feeling, dass man einfach gesagt hat, ja geil, wir machen Musik und man hat gemerkt, es geht halt in so eine Richtung. Dann waren wir halt in Osnabrück und ich habe halt zu Hause jetzt keine Möglichkeit so direkt bei mir aufzunehmen und deshalb sind wir halt zu Till gefahren, zum Make Your Way Studio, wo wir halt auch jetzt das ganze Frieden-Album aufgenommen haben und er hatte halt ein super professionelles Studio und da hingen wir halt die ganze Zeit ab, war. Und haben dann gemerkt, dass da einfach auch die Arbeits... Ja, der Workflow, wie man ja so schön neudeutsch sagt, das einfach total gut passt, weil mit Till wir uns sehr gut verstehen und der auch einfach riesengroße Sprünge gemacht hat seit dem Abok-Album, was er auch gemischt hat. Und Till ist halt auch ein korrekter Typ. Den kann man halt auch wirklich, da kann man schön aufnehmen und kann es auch die ganze Zeit saufen. So, weißt du, da muss ja erstmal einen haben, der das alles so mitmacht. Ah, ist die CD nass geworden? Ja, und dann waren wir da und haben da halt aufgenommen und ab da an haben wir auch gemerkt, okay, die Quali ist so geil da, wir müssen eigentlich fast alles jetzt da aufnehmen. Und danach waren wir, glaube ich, noch ein oder zweimal waren wir dann noch bei Till. Ja, dann haben wir an Roughnecks gearbeitet und das Krasse war eigentlich, dass wir gar keine finanziellen Mittel zur Verfügung hatten, beziehungsweise nicht wirklich viel. Und wir uns aber vorgenommen haben, okay, komm, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und gucken, ob es funktioniert und natürlich war irgendwie das Ziel, lasst uns Top 100 gehen. Das war unser Wunsch, lasst uns eine Box machen und alles Mögliche und ich weiß noch, irgendwie im Dezember 2013 hatten wir so 5.000 Euro oder so und wir wussten, dass das Album bestimmt 12.000, 13.000 verschlucken wird, um das so umzusetzen, wie wir wollten. Und dann haben wir mit Jagpai ja auch das erste Video gedreht zu ROFF. Weißt du, was ich meine? Erzähl einfach von dem Tag, wo wir das Rough-Video gedreht haben mit den ganzen Fans und vielleicht. Oh, ja, da war ich voll dicht. Da weiß ich noch die Hälfte von. Okay. Ich glaube, die erste Single, die wir halt aufgenommen haben, war ja ROFF. Und ich war am Anfang nicht so überzeugt. Ich dachte so, ROFF, so die Hook, Alter, gefällt mir gar nicht. Aber Hauke, ja, Mann, doch, mal mit dem Beat und so. Ist ja gut, okay, alles klar, machen wir. Haben wir halt ein Video zugedreht, so. Und nach dem Video dachte ich halt, mit Jagdpal, natürlich, muss man an der Stelle sagen, der das alles sehr schön gemacht hat. Und nach dem Video dachte ich auch, okay, cool, Alter, ist krasser Scheiß. Das war damals auch noch so, nicht so wie jetzt zum Videodreh bei Zufriedenspanzer. Wir haben halt wieder Leute eingeladen zum Video, so, haben gesagt, die sollen auf den Samstag nach Berlin kommen. Irgendeine S-Bahn-Station war nur Anhaltspunkt. Ich weiß nur noch, dass es halt derbe kalt. Wir haben gefroren,
haben uns dann alle dann irgendwann getroffen. Ich war ziemlich im Arsch noch, weil wir den Tag natürlich ordentlich vorher Party gemacht haben. Sich das gehört. Für einen realen Junkie. Und die dachten sich natürlich, okay, cool, dann geht's da los. Alles ist vorbereitet. Wir hatten nicht gar nichts vorbereitet. Wir wussten, da ist irgendwie so ein leerstehendes Gebäude. Da gehen wir irgendwie hin. Ja, das ging dann nicht. Dann sind wir mit den Fans halt rumgelaufen. Von jeder Ecke so zur nächsten. So weißt du. Die waren auch schon ein bisschen angepisst. Dann sind wir auf so ein riesengroßes Fabrikgelände, war das, glaube ich, drauf. Die ganz vielen Leute hatten noch Panik, dass da irgendwie die Bullen kommen. Da waren auch ziemlich viele Bauarbeiter, da war eine riesengroße Baustelle. Die haben natürlich alle erstmal doof geguckt, wenn du da natürlich erstmal mit einer Armee von Leuten auftauchst. Ja, erstmal gucken, ne? Es ist da Leute, dann waren da irgendwelche Baustellenfritzen, ne? Die haben aber irgendwie wohl nichts gesagt. Und dann sind wir durch den Bauzaun irgendwie durch die Matsche, alle waren dreckig, haben uns dann da irgendwie vor die Wand gestellt und dann haben wir da ein bisschen Rap-Video gedreht. Aber dafür, dass wir eigentlich nicht so den Plan hatten, ist es echt ein cooles Video geworden. So, eigentlich kommen wir die gleichen Einflüsse oder das gleiche Ziel wie für Friedenspanzer hatten wir eigentlich auch schon für RAFF. Ne, so auch mit so Flammen und Fans und Masse und so. Und dann standen wir halt da mit 70, 80 Leuten einfach vor irgendeiner Mauer so und haben gesagt, ja komm, wir rasten jetzt aus. Und das war quasi das, was wir machen wollten. Aber es ging halt in eine Richtung, dass man gesagt hat, das ist cool. So. Und aber das war echt eine extrem anstrengende und stressige Zeit für mich, weil ich dann halt versucht habe, überall irgendwie Geld herzuholen, beziehungsweise Geld zu leihen oder unsere Vertriebspartner zu fragen, ob sie uns helfen können und so, weil allein hätten wir das gar nicht so auf die Beine stellen können. Und dann ist es ja irgendwie losgegangen so mit ROFF, der ziemlich kritisch aufgenommen wurde von vielen Fans, wobei ich auch, Avok und Klaus mochten den ja auch eigentlich gar nicht. Die haben ja von Anfang an gesagt, nee, es passt ja gar nicht so richtig und der Song so. Und ich habe aber gesagt, nein, Mann, der ist voll geil. Und ich war todesüberzeugt davon. Ja, und nach dem Video, was dann ist, wie es immer so ist, die Euphorie steigt, dann hat man Bock, ja, man, Videos draußen, jetzt hauen wir Album richtig raus. Haben dann noch Tricks gemacht, wie gesagt, in Osnabrück. Und dann ging es eigentlich auch, das Roughnecks, da bin ich ja gerade aus den Flitterwochen gekommen. Wir hatten Ayran und Döner schon vorgedreht irgendwann. Und dann habe ich auch geheiratet und in der ganzen Zeit nochmal die Album und abmischen. Und Avok und Klaus waren so irgendwie gar nicht präsent, was diese Mixing-Phase anging. Und Till und ich haben jeden Tag irgendwie 25.000 Mails geschrieben über Kleinigkeiten, was den Sound anging und so. Selbst in meinen Flitterwochen habe ich dann irgendwann eine Nachricht gekriegt, so, ey, ich bin jetzt im Studio, ja, der Abok, der hat jetzt gar nicht so genau das aufgenommen, was er sollte. Jetzt ist hier noch eine Minute frei auf dem Song und ich so, Alter, was soll ich denn jetzt hier von den Malediven aus machen irgendwie? Ja, beim Roughnecks-Album, das ging eigentlich alles Schlag auf Schlag, weil Hauke hatte ja seinen Hochzeitstermin sozusagen, sein Datum, wo er heiratet, und das war ziemlich stressig eigentlich, die ganze Arbeit, weil Abok und Mario hatten sehr viel vorgelegt. Ich war irgendwie, glaube ich, 8 Parts oder so im Rückstand, musste die dann noch alle aufholen. Hauke hatte schon Panik gekriegt, dass ich das nicht hinkriege, weil er ist dann schon auf Hochzeitsreise geflogen. Und ich bin dann immer noch nach Till, nach Osnabrück ins Studio und habe dann immer in der Woche noch halt noch meine restlichen Parts, wenn ich was fertig hatte, aufgeschrieben. Ja, und dann kam ich direkt aus den Flitterwochen und nächstes Wochenende war dann der Roughnecks-Videodreh irgendwie. Sag mal, muss aufs Go gehen, ne? Okay, seid ihr bereit, Kamera? Ja, alle bereit? So? Ja. Ja. Machen? Okay. Alles klar. 1, 2, 3. Und es war auch alles eine sehr extrem neue Erfahrung, weil wir plötzlich dann auch ein paar Interviews hatten und dann waren wir im Radio und dann lief das alles auch mit den Fans. Und man hat gemerkt, dass seit 2013, wo wir eigentlich das ganze Jahr über nur live gespielt haben, ohne Platte, außer jetzt so ein Best-of, hat einfach auch die Fans an uns gebunden, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat uns extrem viel gebracht und man hat gemerkt, es geht einfach jetzt wirklich genau in eine Richtung. Es ist nicht so, dass irgendwie 5 Rapper auf einem Song sind und jeder erzählt irgendwie so ein bisschen was anderes, sondern dass Abok, Klaus und ich einfach genau textlich und auch musikalisch einfach komplett in eine Richtung gehen. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so ein Kopfhochbruder irgendwas Rap machen, sondern es ist einfach so, komm, wir rauchen Crack und treffen uns mit deiner Schwester zum Bukake ankacken oder so. Ich glaube, das war's dann so. Danach kam halt Ayran und Döner Video und dann war ja auch schon Release-Date nachher angesetzt. Und Release war, ich glaube, es war der 13. Juni, war's, genau. Freitag der 13. kam Roughnecks raus.
Und wir hatten natürlich vor, mit dem Album richtig hier mal in die Charts zu gehen. Ne? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir Platz 100, Platz 90, irgendwo da, also Hauptsache Top 100, so, weißt du? Ich habe auch gesagt, ey, wenn wir Top 100 kommen und wenn es Platz 100 ist, scheißegal, das wäre so krass, das wäre so richtig heftig. Dann haben wir halt die ersten Verkaufszahlen bekommen, weil wir hatten ja eine Box zum ersten Mal und die Box ging richtig gut weg, hätten wir nicht gedacht. Ich weiß noch, wir haben halt gewusst, es wird gut laufen irgendwie. Meine erste Information, die ich überhaupt so zu so einer Chartung und so hatte, war dann, dass ich halt mit Basti von Trailerpark geredet habe und meinte so, ja, wir haben jetzt so und so viel. Das war irgendwie 4 Wochen vor Release oder so. Und meinte so, okay, das klingt jetzt nach einem Top 40 Album. Und ich so, Alter. Top 40, ja, krass, Top 40, Top 40. Und dann, wie das halt so ist, an dem Montag nach der Woche, ne, 2 Wochen danach ist es ja eigentlich. Also freitags kommt das Album raus, dann ist ja eine Woche Verkauf und dann der Montag, der kommt, macht die GfK, stellt dann halt online, welches, also man kann dann halt voten, welches Album soll schon am Montag bekannt gegeben werden, wie hoch es gechartet ist. Und dann haben wir natürlich unsere Fans angeheizt, kommen, sagt alle Rough Fiction, bei Facebook. Ja, und dann war es dann soweit, ich glaube 17 Uhr, ich stand die ganze Zeit nur auf der Webseite, aktualisieren so, ne, auf Facebook. Also bei an dem Tag, wo der Chart-Einstieg veröffentlicht wurde, musste ich ziemlich lange arbeiten und das sollte ja irgendwann gegen Mittag, ich weiß nicht, 14, 15 Uhr oder so, sollte das bekannt gegeben werden. Ich habe extra nicht, weil ich auf Arbeit war, habe ich extra nicht aufs Handy geguckt oder nicht nachgeguckt, wie wir halt eingestiegen sind. Habe dann gewartet, bis ich zu Hause war. So, und ich weiß nicht, ich war, als die GfK-Benachrichtigung kam, war ich auf der Autobahn so und habe die ganze Zeit so, während des Fahrens habe ich so die ganze Zeit Twitter aktualisiert und so, weil die ja auf Twitter sowas bekannt geben oder Facebook, keine Ahnung. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen, meine Freundin saß im Garten und sie wusste halt schon den Chart-Einstieg. Und dann war der Post, Roughfiction mit Roughnecks, Platz 21. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken. Dann ging mein Handy schon, ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Und dann Hauke, Voice-Message, die der irgendwie im Auto aufgenommen hat. Ich spiele ab und er schreit, 21! Boah, dann war krass überwältigt auf jeden Fall. Und ich war total euphorisiert. Ich so, boah, krass, krass, 21. Ich war das Krasseste überhaupt. Man war halt richtig geflasht von Platz 21 halt, ne? 21, Mann! Und wir sind alle voll freigedreht, weil wir so komplett uns darüber gefreut haben, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, dass wir überhaupt irgendwie irgendwo hingehen. Und damit hat keiner gerechnet. Ich weiß nur, der Vertrieb hat auch gedacht, wir werden so richtig so, ach nee, die kann man ja, das ist so ein Mini-Projekt und so. Und plötzlich, dass es dann so abging, war ja wirklich auch von keinem erwartet irgendwie. Und wir waren plötzlich in den Charts. Ja, und dann haben wir gemerkt, Alter, mit dem Album alles richtig gemacht. Also danach ging Tour los, die ist so gut gelaufen und ja, das war Roughnecks, Mann. Richtig geil. Gewaltbereit und Stress im Bau. Heute Nacht fließt Blut wie im Cartoon. Roughnecks, was ist unser Handwerk? Oh, schwarz gekleidet, schlecht gelaunt. Gewaltbereit und Stress im Bau. Heute Nacht fließt Blut wie im Cartoon. Roughnecks, was ist unser Handwerk? Oh, hallo Deutschland, kennst du mich noch? 2014 sind wir dann wie gesagt mit Roughnecks auf Tour gegangen mit dem Album. 9 Dates hatten wir. Und man konnte halt einfach erstmal nur Künstler sein. Man ist da angekommen, Essen wurde vorbereitet, ne, wie das halt so ist. Das war schon ziemlich entspannt im Gegensatz zu sonst. Nicht so anstrengend, ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das ist Daniel, ich bin Timo und das ist Lasse. Hey, hey. Lasse ist der Wichtigste hier. Ja. Lasse will unbedingt ein Selfie mit Crack Klaus. Ja, weil wir stehen auf. Wir wollen alle mit Klaus ein Selfie haben und wollen heute richtigen Abriss da drin sehen. Und ich würde Crack Klaus auch gerne den Nacken ejakulieren. Einfach so richtig bam auf Nacken. Erste Wochenende war Berlin. Ach, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich kann nur die ersten Städte sagen. Es fing an mit Berlin auf jeden Fall. Erster Auftritt in Berlin auf dem Donnerstag. Wir haben immer Donnerstag, Freitag, Samstag gespielt. Leute waren genug da, sind richtig abgegangen. Klaus war wie immer zu spät. Wir erst noch die ganze Zeit in Berlin auf Klaus gewartet und Klaus kam halt nicht. Ne? Gut, irgendwann haben wir gesagt, cool, wir müssen anfangen. Dann sind wir halt angefangen.
ohne Klaus, ne? Schön auf der Bühne noch ein bisschen gesagt, dass Klaus halt ein Hurensohn ist. Alle Leute mitgemacht, weil wir waren noch ein bisschen angepisst, muss man sagen. Klaus kommt zu spät, kommt direkt aus dem Zug ins Taxi, aus dem Taxi auf die Bühne so. Und wir hatten schon irgendwie 2 oder 3 Songs alleine gespielt, weil wir einfach anfangen mussten. Und wir haben schon so Fuck Crack Klaus Chöre angefangen. So, wir probieren mal ganz laut zu schreien, fick dich Crack Klaus. 1, 2, 3. Nochmal, 1, 2, 3! Fick dich, Crack Klaus! Das geht lauter, 1, 2, 3! Fick dich, Crack Klaus! So sieht das nämlich aus, fick dich, Crack Klaus! Klaus auf die Bühne war so, yeah, Mann, voll geil, Klaus ist da und haben sich halt tierisch gefreut. Ach Cola, ach Bier! Ach Cola, ach Bier! Ach Cola, ach Bier! Weil es heute so gut schmeckt! Und dann sind wir noch nachts mit Klaus nach Hameln, weil der noch irgendwie wieder in den OP-Saal musste. Für ein paar Stunden zum Ackern. Ja, im Krankenhaus, ne, ist es immer sehr, sehr stressig, wenn Notfälle sind oder so, ne? Wenn du dann gerade wenn du dann 3 Tage wach warst am Wochenende und am Montag schön im OP stehst und dann auf einmal eine Herztransplantation hast oder eine Beinamputation oder so, ist es sehr anstrengend, weil du natürlich sehr konzentriert sein musst. Aber ja, 1, 2 Nasen, dann geht das wieder. Und dann was war so deine längste Schicht im Krankenhaus? Also wie lange warst du am Stück wach? Also nur im Krankenhaus waren 16 Stunden am Stück im OP. Also mit Pause kurz, ne? Wir haben uns abgewechselt, waren zu dritt. Und was wurde gemacht? Boah, da fragst du mich was, keine Ahnung. Vergiss. Klaus war übrigens bei allen ersten Gigs nie mit uns zum Gig gefahren. Oder er war gar nicht da. Also es hat jedes Wochenende nicht geklappt mit Klaus. Dann sind wir mit Klaus nach Cottbus irgendwie oder beziehungsweise erstmal nach Berlin, um den Bus abzuholen, dann nach Cottbus und dann von Cottbus nach Hamburg, glaube ich. Und wir waren, also ich war auch einfach fertig stimmlich. So, es hat mich wirklich tierisch fertig gemacht. Wir die Jungs und Mädels, wir machen jetzt schön mit dem Erde, mit dem Wartburg. Lauf doch mal, wir sind da, Kinder. Ja, darf ich bitte laufen, wenn der Zug gehalten wird? Läuft und steht auf, wenn der Zug gehalten ist. Ja, ich find's mega geil, dass ihr hier nach Cottbus gekommen seid. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas klappt. Und ich freue mich mega hart auf das Konzert. Ist meine Hip-Hop-Jungfrau. Ich war noch nie auf einem Hip-Hop-Konzert. Und freue mich drauf. Dankeschön. Und heute Abend geht's ab. Fick die Fotze. Schlimmer als Hurensohn zu sagen, was sie gerade gemacht hat. Ich hab 9 für dich. Wenn du das normal sagst, schneid dir eine Treppe in den Hals, kannst dein Fressen runterfahren. Siehst du den Finger? Da gehst du hin. Guck mal, was auf der Hälfte. So, ich war Kontra. Was soll ich sagen? Ja, denk dir was aus. Ich bin nichts fasziniert, ich muss gar nichts. So, herzlich willkommen. Ja, wo ist die? Ich brauche die doch. Klaus, ich brauche die. Kannst du ihn nehmen? Aber nimm den bitte unter den Arm. Ach komm, jetzt hör auf. Ach komm, hör auf. Ey, nicht schon. Ja, was denn los da? Nee. Gibt es Sense, Abbruch. Wo ist mein Ding? Die nächsten Tage halt mit Bulli unterwegs gewesen, immer die ganze Stadt abklackert. Sag mal, wo befinden wir uns gerade? Im Vitamin B-Komplex. Im Vitamin B-Cottbus. Im Cottbus. Wir sind jetzt hier in unserem Cottbus. Wir sind auf Magen im Vitamine, im Cottbus aus Cottbus. Fangen gleich an zu zittern bestimmt. Fahren wir jetzt nach
Was willst du von mir? Ist gut. Hamburg. Ja, aber ein bisschen, einer muss Fenster aufmachen auf jeden Fall. Vorhin ist unser dritter Tourstopp und wir sind das allererste Mal wirklich alle zusammen im Bus. Wir haben es geschafft. Vollkommen irrsinnig. Mal lieber Moneyboy an. Was bist du für ein Fan? Ich hab nur zwei CDs mit. Leute, komm, Leute. Keine Fotos, keine Fotos. Ich zeig nochmal das wichtige Gerät von gerade, damit alle wissen. Warte, der Scanner, der ganz, ganz, ganz schlimme Scanner. Jetzt kommt er. Da ist er. Boah, ey. Da ist er, der heftige Scanner. Der scannt halt die Leute. Kannst du mir mal erklären? Der muss ein paar tausend. Ja, also das. Das ist nicht so einfach. Also das Problem ist, also man muss. Mach mal ein Tutorial bitte. Ein Tutorial, also. Warte, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da muss man hier. Da waren so viele, muss man hier drücken. Seit jeden Tag aus. Ja, und sonst ist hier noch so ein. Jeden Tag tausend Leute. Schrittzähler drin, der aber anscheinend nicht viel wert sein kann. Der sieht aus wie von diesen Politessen. Ja. Ja, ja, falsch geparkt, ne? Mein Alcatel One Touch Easy. Mama, großen wir sind jetzt auf dem Rastplatz. Ich hab dir eine Handykarte besorgt. Danke. Nein. Weißt du? Nimm das. Reibt sich an dir. Oh, danke. So schön. Sie erwidert es gar nicht. Das ist wirklich so. Mir hat einer Dings irgendwie so ein 17-Jähriger oder so. Da hab ich gesagt, ey, kannst du mir vielleicht sagen, wie du das findest? Ich bin direkt auf den besten Fall. Ich hab's mir aber gegeben. Digga, der hat da irgendwie 32. Stopp, da kommt ein Auto. Komplett durchgetrippelt und ich so, Alter, Scheiße, was schreibst du mir jetzt? Ja, ganz cool, oder? Und er so, oh, danke, oh Gott. Wow, haben wir gar nichts. Alter, Alter, passt. Jetzt aber. Ich war noch nie auf dem Fluss in Hamburg, zum ersten Mal. So, da vorne ist es im Roten. Voll geil gewesen. Das ist richtig geil. Willkommen in Hamburg. Und weißt du, was ich tu? Ich stell dich in den Plastikzack, kommt dir die Lume zu. Und wenn du danach schreist, auch bitte lass mich raus. Dann bin ich hier noch besser zu und setz dich oben drauf. Schalalalala, schalalalala. Dann bin ich hier noch besser zu und setz dich oben drauf. Ey, das ist ein richtiges langweiliges Spiel. Ihr müsst echt mal Action reinhauen. Ey, es beleidigt euch schon mal für die Kamera ein bisschen. Scheiß Hurensohn, das gibt's doch nicht. Du bist nur noch am Leben. Wie zieht ihr nachts durch die Straßen? Kaiser, Scheiter, Kokain, der zurecht gelingt ist, man weiß bestimmt. Heißt das hier echt grau und voller Körper? Retter, Kräfte, schreit, was willst du, schlecht hast keine. Okay.
war eine richtig krasse Erfahrung, weil vorher war es schon so, dass wir ja Konzerte gespielt haben und so. Und man hat schon gesehen, ja, okay, man hat auch mal gute Konzerte gespielt, wo halt viele Leute da waren. Und dann hat man aber auch wieder welche gespielt, wo halt so normal da waren. Aber es war immer cool für uns. Und bei der Tour hat man einfach richtig eine Steigerung gemerkt. Also man hat wirklich gemerkt, wie viele Leute da neu zugekommen sind. Auch dieser Zusammenhalt von den Fans untereinander, der sich halt über die Albumphase so ergeben hat, war einfach unglaublich. Also so viele Leute mit diesen Support-Shirts, die da waren und was die alle für Bock hatten auf das Album und live und so, war einfach eine unglaubliche Energie auf der Tour. Hier. So, jetzt zeige ich euch, wie ein 360 Flip geht. Habt ihr gesehen? Einfach nur drauf. Alter, was für ein Border. Aber es ist 360 Flip, ja? Komm, Klaus, zeig mal, was du kannst. Ja. Scheiß den Leiner. 25, danke. So, Jungs, ab. 1, 2, 3. Die Brigitte, du nimmst dann den Yassin. Also, guck mal, Fiction. Alter, guck mal hier. So, sag mal, willst du auch noch mal probieren, oder? Bitte. Multitalent, Digga. Aber dafür fick ich euch alle bei Tony Hawk. Nächstes Tourwochenende fing an mit München, da war Klaus schon direkt gar nicht dabei. München hat Klaus gesagt, naja, komm ich nicht mit, hab ich keinen Bock drauf. Ja. Okay. Haben wir in München alleine gespielt, Hauke und ich. Jede Frau, die meisten Frauen, Alter, die in den Club gehen und keinen Typen haben, so, sind sowieso nur am gucken, da ist ein Typ, bla bla bla. Und die wollen nur bumsen, so, da musst du doch nur hingehen und sagen, so, ey, wir wollen ohne bumsen zu wollen. Ach, ja, hallo, klar, ich bin selber eine Frau. Ja, aber du hast einen Freund. Hab ich nicht? Lüg doch nicht. Oh, sie hat keinen Freund. Oh. Aber ich meine doch nur, ey. Aber ich Suche, ey, aber ganz ehrlich. Die wollen unbedingt feiern, ich hab keinen Bock, und ich so, ja, und? Aber ganz ehrlich, dann bist du, wenn du irgendwo bist, guckst du nach Typen so und denkst, nein, ja, okay. Ach, Lüge. Und zu bumsen ist wirklich wie Zähne putzen, Alter. Das ist doch kein Thema. Nee, es kommt vor, aber es ist nicht normal. Also, es ist nicht immer so. Ja, natürlich ist das normal, Alter. Ja, dann tut's mir leid. Das sind die normalen Liebe. Ja, ist so. Aber es ist wirklich so. Früher, Alter, so als 15-, 16-jähriger Junge, dachte man immer, boah, man muss die Mädchen voll verwöhnen und so irgendwie rumkriegen und bla bla, Alter. Und dann irgendwann merkst du so, ey, gar nicht. So, das waren immer die Typen, eigentlich die Assis, haben immer die Weiber weggeflankt. So. Und du dachtest dir so als netter Junge so, ach Mann, oh, ich bin traurig und so. Ey, Mann, komm, lass ficken, Fotze. Und also, okay, geil, Alter. Auf deinem T-Shirt steht Fick die Fotze. Und dann kommt das Mädchen noch zu dir und sagt so, na, willst du mal? Und du so, jo, okay. Wenn es sein muss. Warte, lass mal auf die Uhr gucken, mal auf Freitag. Zähne, können wir machen. Gibt's ja kein Klo, oder? Bitte? Ob's ja kein Klo gibt. Ja. Hier, benutzt. Das ist nicht benutzt. Wirklich nicht. Was willst du denn? Das ist, nichts mit. Das habe ich so gestern eben rausgenommen und habe das so reingestellt. Das ist wirklich nichts mit. Ich guck mal, ob das klebt. Ja, okay. Ich glaube. Ja. Wir haben reingefixt. Jetzt benutzt es und er so. Ah. Reingewichst. Sperma in der Nase. Sperma in der Nase. Ich kann nicht mehr, irgendwer muss ja fahren. Also, hau gerade gesoffen. Aber du bist gut, dafür, dass es jetzt das erste Mal ist, nicht abgeführt wird. Und Leute, hast du wirklich einen Führerschein? Nein. Hey, das ist Fahrlehrer und Moritz ist Prüfer oder so. Direkt mit 100 fahren. Mach mal Straßenrennen. Heute Blitzmarathon. Mach mal Straßenrennen. Ja. Mach mal, hup mal. Hup mal und sag, du willst rennen. Hä? Ich hab gehupt. In die Mitte. Guck mal. Das geht nicht. Hörst du irgendwo anders? Da sieht man, Alter, der Typ hat keinen Führerschein. Ja, das kann nicht. So, komm an die Fotze. Komm an die Fotze. Wenn du scheiße bist, gibt's keine Gästeliste. Komm an die Fotze. So, alle 8 Wochen mal die Muschi rasieren. So, aber dann schon ungern so. Ja, ich mach nur Kontur, weißt du so? Wenn nur die Haare, die an den Beinen wachsen, weggemacht werden. Richtig widerlich. So mit der Schere einmal kurz so rübergeschnitten.
Ich wette, die hat eine Flattermuschi, Alter. Ich schwöre, die hat eine Flattermuschi. Frauen. Also nicht alle Frauen. Grüße an alle Frauen mit schönen Muschis. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Wenn ich könnte, würde ich euch alle finden. Das ist schon ganz das krass. Also ich glaube, ich überlege halt wirklich, ob ich einen Führerschein mache. Wäre eine gute Idee. Ist aber wow. Ellen, lach mal lieber nicht. Macht schon Spaß. Das ernst. Macht schon Spaß. Besonders dann wärst du auch ein bisschen so mal, könnt ihr halt mehr helfen. So, ey, brauchst nicht mal fahren. Abo hat nämlich keinen Führerschein. Wir haben ihn aber halt trotzdem fahren lassen, weil wir keinen Bock haben zu fahren. Ah, das Ding ist halt, das kontrolliert eh niemand. Ja, eben. Jetzt guck mal nach vorne, Alter. Du hast schon keinen Führerschein. Unfall! Ich weiß nicht mehr, wo rechts und links ist! Ist das Bremse oder Blinker? Ich weiß nicht! Ah! Okay, du spielst mit unserem Leben. Ah, nein! Darf ich mal den Pickel drücken? Drück mal den Pickel. Oh, der ist richtig eklig. Oh, guck mal, da kommt er schon. Oh, lass mich doch mal. Nein! Ich kann das. Hallo, ich habe das studiert auf Lehramt. Auf Lehramt Pickel ausdrücken? Ja, Pickel ausdrücken. Oh, der ist richtig eklig. Das ist noch nicht reif genug. Das nennt sich Akneologie. Der braucht noch eine Nacht eigentlich. Akneologie. Lass mich das doch mal machen. Nein! Warum denn nicht? Ich will nicht, dass du mir am Arm rumfummelst. Jetzt hab dich doch nicht so. Nein! Guck mal, ich habe sogar Fingernägel. Lass mich in Ruhe, ey! Lass mich doch mal. Nur so ein bisschen. Ich schwöre, das geht gleich vorbei. Ja, doch. Nein! Die Geier. Dieser Club, Mastercard, das wird nicht mehr bar bezahlen. Ich bin in der Mall am Morgen Swagger aufgedreht. Miley Cyrus, Megan Fox, Kira Knightley, Emma Watts. Ficky, 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 Licky, Licky. Ich hab dicke Eier. Ich bin auf der Suche nach der Frau und rufe. Ich hab dicke Eier. Ich bin auf der Feier. Ich bin frei wie Geier. Nicht stören, ich bin am Lernen. Ich bin am Lernen, mach die Musik aus. Bayern! I love you! I love you, Bayern! I love you, Arena! Wenn wir im Backstage sind, da richtig die Koksparty ist und alles Abriss, alles auseinandergenommen, die Bitches tanzen, bist du nie da, Alter. Koksparty, Bitches tanzen. Also irgendwie bin ich dann wirklich... Ja, dann ist es später. Ah, ne, anscheinend auch stark jetzt. Das ist mehr gekostet. Ja, aber nicht Blender-Jackpot. Was ist los mit dir? Wir saufen hier und du bist nicht da, oder was? Das geht nicht klar. Der Klaus, komm hier hin. Ich geb dir 5 Minuten, ja? Klaus, Alter. Wir haben gerade ein Video für Klaus gedreht, was wir dem jetzt schicken. In der Hoffnung, dass wir dem ein bisschen Druck machen, dem sagen, was es hier so gibt an Alkohol und so. Vielleicht überlegt er sich noch ein Taxi zu nehmen, um nach München zu kommen. Und wenn nicht, ist halt... Irgendwann muss halt einer gehen aus der Band, weil man kann ja nicht alles ausreizen. Ich mach jetzt Moneyboy DJ Set. Dann bin ich wahrscheinlich komplett zum Vollen. Wow, voll erschrocken, Alter. Schau mal kurz in den Spiegel, schlapp, oder? Geh mal hin, steig aus dem Pad, den Track auf. Das geht lauter! Schau kurz in den Spiegel. Der wollte sich
richtig heftig, ey. Zu zweit aufgetreten, cool. Bei Klaus, ich darf es ja auch immer so ein bisschen. Guck mal, der hat ja keine Stimme, sollst du morgen gehen, wa? Klaus erst morgen alleine rappen, wa? Und Ellen ist ja nicht da. Die hat immer noch keinen Wodka hier, ne? Da soll eigentlich ein Wodka stehen, hab ich gedacht. Immer noch nicht da, aber jetzt bin ich tot. Man muss Cola, 8 Cola trinken. Penisse sind einfach immer hässlich, Alter. Es gibt keinen Penis, der schön ist. Sobald ein Mann nackt ist, ist er lächerlich. Aber guck mal, nein, aber das ist ein Unterschied. Wir reden gerade über den Penis. Ich wollte gerade sagen, wir reden nicht über den Mann, der da dran hängt. Der nackte Mann an sich ist lächerlich. Ja, absolut. Aber der harte Penis ist doch was ganz anderes. Ja. Aber ich finde, das ist nicht schön. Das ist einfach nicht. Das ist doch nichts, was so irgendwie. Was so. Wie sagt man? Das ist ja keine Form, so, ja, ist nicht ästhetisch, halt, das ist einfach ein Schwanz. Nächsten Tag kam Klaus dann halt mit Zug nach Tannheim. Da war richtig krass, Tannheim, Schwarzer Adler, das war, muss man sagen, irgendwo unten in der Nähe vom Bodensee, der Gig, und da war wirklich nichts. Das war ein Dorf, da war nichts, die hatten nicht mal einen Einkaufsladen, glaube ich, da war eine Tankstelle und da war der Schwarze Adler. So ein Laden in so einem alten Haus. Hier geht nichts. Hier steht gerade der wichtige Teil von War Fiction. Ist im Zug unterwegs. Ja, den holen wir gleich ab. Aber weil der so unwichtig ist, sind seine Parts auch immer auf den Songs drauf. Ja. Der kann seine Parts ja eh nicht. Ich bin Bastard. Ja, kann nix. Was kann der eigentlich? Nichts kann der, das ist das Problem. Ja, nix. So dumm, um einmal Wasser auszukippen. Muss man sich überlegen, ob wir den noch mitstellen. Ja. Warum? Ja, auch kosten. Ey, guck mal, wie teuer war das Ticket heute? Ja. 50 Euro? Weil der hat einen kleinen Lehrgang. Ich werde Chirurg. Muss ich ein 120-Euro-Ticket nehmen? Penner, Alter. Alleine komm im Zug. Und gestern musste die alleine spielen. Ja, wahrscheinlich hat er gleich noch so eine Rechnung aus dem ICE-Bord-Restaurant. Na klar, so. Hat er sich schön 50 gehen lassen. 50 Euro, richtig schön Bier getrunken. Hummer gegessen. Bier, natürlich erst bei 10 Bier. Ja. Ekelhafte Sau, ey. Penner, ey. Achso, habt ihr schon gefilmt auch? Alter, du hast 2 Zigaretten im Mund. Was bist du für ein Mensch? Schlimmer als Hitler. Kennt ihr von den Simpsons? Patty und Selma, 2 Kippen. Ja, rauchen und Huma nimmt sie so, weil er sie deckt. Und dann sagt er, und sie, mein Freund, die sind schlimmer als Hitler. Scheiße im Bauch! Heute Nacht fließt Blut wie im Cartoon. Roblox, was du so anmerkst? Und dann kam halt ein Haufen von Leute, ey, der Laden ist aus allen Ecken gebrochen. Und bevor Raw Fiction aufgetreten ist, ist Kantan aufgetreten. Und die Leute haben sich bei Kantan so weggekloppt, so weggeschlagen, dass 3 Leute, glaube ich, gar nicht mehr zu Raw Fiction konnten, weil die ins Krankenhaus mussten. Blutige Nasen, Lippe aufgeplatzt, irgendwas gebrochen. Also das war richtig krass. Das war ein richtig heftig, dreckiges Konzert, ja. Ja, ist ja wunderbar, ne? Wie war der Pizzo? Scheiße. Richtige Assis. Das war geil. Ja, war super. War super. Und ich hab nichts abbekommen. Also ich lebe noch. Sagte Bushido, ich umarm sie im Kino. Sie gibt mir noch eine Klatsche und sagt, ich soll ihr ein Bier holen. Sie hat meinen Stolz und meine Knochen gebrochen. Ja. Ja.
Das gehört zu einer Heirat dazu, weil das ist ja das Romantische daran. Was? Kirchliche Heirat. Was? Wenn er so am Altar war. Eure Heirat war auch geil. Ich habe ja auch gesehen, ich habe auch ihm zum Props gegeben. Weil ich habe ihn noch nie so gut aussehen sehen. Er sah aus wie ein Typ aus den 20ern. Hast du mal Edda gesehen an dem Tag? Ja, die sah ja auch richtig geil aus. Aber Hauke hat mich... richtig geil aus. Die richtig geil. Nein, aber... Da hat sie wenigstens noch Tipps, den habe ich abgegeben. Nein, aber... Bei Frauen ist es normal, dass sie gut aussehen sieht. Aber beim Mann ist es ja nicht so oft. Ja. Dass man den so richtig zurecht gemacht oder... Und sah echt gut aus. Hauke sah aus wie so ein Typ, wie so ein Gentleman aus den 20er... Ja. Filmst du gerade, ne? Aus den 20er Jahren. Ich sag nicht 20, 30 Jahren, auch mit der, dass du keine Krawatte hattest, sondern sie ist gebunden. Plastor. Das war Hammer. Ich weiß noch, also wir haben vor Roughnecks, also bei Roughnecks war es dann so, dass wir halt schon so Hotels hatten und so. Wir haben in Hotels geschlafen, im besten Falle. Aber zum Beispiel in Tannheim war es halt wirklich so, wir haben im Schwarzen Adler gepennt. Und der Schwarze Adler ist halt wirklich so groß wie meine Wohnung unten irgendwie. Und nach unserer Show, irgendwie in einem Nebenraum, haben die halt so eine Hard-Techno-Party gefeiert. So nicht normal laut, sondern richtig laut. Und wir mussten oben drüber pennen quasi. Wir sind irgendwie um 4 Uhr schlafen gegangen oder so, oder um 5 Uhr oder so, weil wir sind ja auch erst um 1 oder so auf die Bühne. Und dann wollten wir pennen und genau in dem Raum unter uns war halt dieser Hard-Techno-Party. Selbst du konntest kein Glas abstellen, ohne dass es nicht anfing zu vibrieren irgendwie. Und dann sind die sogar, glaube ich, noch umgezogen und so. Und Klaus meinte so, ja, ich gehe mal runter jetzt, ne? Ich guck mir das mal an und so. Und wir alle schon so, ah, krass, Alter, so Klaus wieder so, ne? Und dann kommt der hoch und es war halt echt schmutzig in dem Laden irgendwie. Wir haben da so auf so alten Sofas gepennt und so richtig pennermäßig. Und dann kommt Klaus hoch und sagt so, Alter, so viele verklatschte Leute habe ich schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mal mein Zeug holen. Geht so an seine Tasche und so, dreht uns den Rücken zu, geht um 4:30 aus unserem Schlafraum raus und sagt so, jetzt wird konsumiert. Und wir alle nur so, alter Schwede. So. Und dann habe ich irgendwie 1,5 Stunden gepennt und dann musste ich als Erster aufstehen. Und dann kommt mir Klaus, Alter, der hat mir noch so eine Taschenlampe ins Gesicht gehalten. Ich bin gerade eingeschlafen, Taschenlampe. Hauke, brauchst du die zweite Decke noch und so. Und ich sage, Alter, ist das dein Ernst? Penner, also ich hab den fast geköpft, Alter, an dem Tag. Dann kam der mir irgendwie um 6 oder so entgegen. So, was machst du denn hier? Ich soll ich duschen gehen? So verrückt, verpiss dich. Was machst du da, Klaus? Ich fange Pflege hier hoch. 11. Das ist die Lebensphase. Nicht gerade zu sehen. 11. 12, 13. Ja, zwei auf einmal. Ja, zwei auf einmal, Junge. Zwei auf einmal. Moritz hat knapp 2 Gramm Ketamin auf einmal gezogen. Der wird gleich die Abfahrt seines Lebens kriegen. Mario hinten sitzt. Wieder nüchtern. Das ändert sich aber auch gleich. Cheer. 1,5 Stunden geschlafen. 3 Pappen im Nacken und schon ist der Tag gerettet. Also Mario, freu dich schon mal drauf. Nordkorea hat ein richtig krasses Meth-Problem. Weil in Nordkorea wird Meth ohne Ewigkeiten staatlich hergestellt, damit sie es ins Ausland verkaufen können, schwarz. Was? Ja. Und pass auf, in Nordkorea zieht jeder C. Jeder. Das ist so, wenn du jemanden besuchen kommst, so ist wie eine Tasse Kaffee. So. Das erstmal schön hier ein Näschen so und dann okay. So zack, zack, alle. Alter, 60% der Bevölkerung sind einfach mal krass abhängig jetzt. Da frage ich mich, warum wohnt Rafiction nicht in Nordkorea? Ja. Das weiß macht euch darüber Teufel. Mal Gedanken. Prost. Macht der? Nein, hat der. Der hat da Wodka reingekippt, Mann. Alter. Wenn hier schon Fliegen im Auto sind, ey. Ja, das stimmt. kann ich auch Kaffee mit Schuss trinken hier. Da beißt die Maus dann kein Fahrer mehr ab. Kaffee habe ich noch nie getrunken, ohne Scheiß. Ich schwöre dir, Mario. Trinkst du normales Kaffee? Nein, bitte. Nein, kann das jetzt nicht. Ich schwöre dir, bitte probier mal. Ich schwöre dir, das schmeckt wirklich nicht eklig. Ich trinke das auch. Nein, Mann. Super Kaffee, Alter.
Boah, wir sind jetzt in Köln. Standen, glaube ich, 2 Stunden im Stau insgesamt oder so. Unsere Stimmen sind tot seit dem Soundcheck. Ich habe mir jetzt so ein Inhalierspray für den Hals gekauft und inhaliert wie ein Asthmakranker. Echt eklig, eigentlich darf ich auch gar nicht reden. Deswegen mache ich jetzt einfach ganz konsequent weiter. Dann müssen wir was sagen. Fick dich. Bitte schnell auf den Buch mit der Krieg wie Antonia Rado. Du Hure, du schiebst ihn nach oben hier um Lado. Aber kennst die Arterie im Notgang. Ich verdeck den Kopf von Arterie im Topflau. Aber Kocke und die Fans sind drum und auf Pistelman. Voll Pitschen, aber hat den ganzen Witz bestellt. Er und Doppel, er und deine Schwestern. Schwitz kannst fragen. Das ist Jorge, Jorge von Slam Motherfucking Coke. Nicht, ich bin Schoss from the Jonas Brothers. Wenn wir am Platz anzeigen und zu schnell mein Blut rum, ich baller mich weg in sein bis zum Wasser und am Blut rum. Pimpstack, ihr meint ihr, ihr wisst gar nicht, was das heißt. Alter, du bist echt die Dorn, ich hätte dir 50 Tonnen Fleisch. Ich bin high und auf Track, hab die Seele gefleckt. Du willst was von meinem Geschlecht. Ich bin katholisch, ich kiffe nicht, ich trinke nicht. Lutsch mein Schwanz, fick die Fotze. Lutsch mein Schwanz ist like fick die Fotze. Fick die Fotze ist fick wie ne Fotze. You know, fick die Fotze. Ja, Fotze. But lutsch mein Schwanz ist suck my dick. Suck my dick. Lutsch. Lutsch mein Schwanz. Yeah. Nächstes Wochenende danach, letztes Tourwochenende ist angefangen mit, jetzt muss ich wieder Klaus denken, Frankfurt. Weil wir sind natürlich schön alle zusammen im Bulli nach Frankfurt gefahren. Klaus war krank, kam aber trotzdem am gleichen Tag, anstatt mit uns zu fahren, ist er halt mit Zug gefahren. Ne? Und dann, oh Mann, Alter, da meinten wir so, ja, okay, willst du dich noch hinlegen und so? So nö, ich habe schon eine beträchtliche Menge Schnupftabak konsumiert auf der Fahrt, mir geht's wieder gut. Und dann hat er sich halt echt selber wieder gesund gemacht quasi. Ich glaube, ich sehe Klaus gerade hinter der Tür, wie er mir zuhört. Bin ich sicher, vielleicht ist er auch Hauke. Vielleicht hätte er lieber zu Hause bleiben sollen, ne? Er tat mir da ein bisschen leid. Aber der hat sich dann wie immer selbst was verschrieben, kann man ja als Arzt. Und dann war er auch plötzlich ganz schnell gesund, ihm ging es ganz gut. Ja, guck mal, guck dir Klaus an, Alter, wie ein neuer Mensch. Der ist super fit. 1A. Ich fühle mich wieder wohl. Und dann haben wir halt Frankfurt abgerissen. Bring die Pfote! Das war das Teil des zweiten Mist geschrieben. Da konnte der Klaus noch fast werden. So, jetzt finde ich Klaus Text her. Ja, ich finde die Arme rasiert fürs Twisting. Ja, der ist Twisting angesagt. Zu viel? Zu viel? Ja, du hast doch gut gesagt. Krieg. Ja, Twisting. Deine Mutter raucht Heroin, der alte Hurensohn. Ja, genau, echt. Hier, watch your back. Kannst du mal um das Shirt, ja? Watch your back. Watch your back ist Kinder. Die uns Shows abgesagt haben, wie eben auch diese Frankfurt-Show. Wir durften die letzten Jahre immer auf irgendwelchen Shows spielen, wo uns nachgesagt wurde, wir wären Grauzone oder wir wären rassistisch, frauenfeindlich, wir wären homophob oder egal was. Uns wurden alle Sachen nachgesagt. Und ich finde, jedes Konzert von uns, so wie heute. Und am nächsten Tag morgens, die Jugendherberge war direkt, welcher Fluss geht durch Frankfurt? Da geht natürlich der Main durch. Und wir saßen halt dann morgens so nach dem Hotel, da haben wir uns so schön am Main gesetzt, schön die Sonne ein bisschen in die Schnauze scheinen lassen. Ich bin der König der Welt! Und dann war da der Stefan von Zero Zero, die war mir das Wochenende mit, muss man dazu sagen, als Support. Und der saß dann so am Main an so einer Treppe, die ging so in den Main rein, ne? Da kann man halt so reingehen und in der obersten Stufe saß der, wo noch kein Wasser war. Ne? Und da kam halt von Weitem so ein Tiefleger, so ein Schiff. Und der hat schon ordentlich Wellen gemacht. Ne? Und wir alle haben schon so geguckt. Der Stefan könnte schon jetzt nass werden, aber Stefan saß da mit seinem Handy, ne? Alles cool, alles cool. Und dann war das Schiff vorbei und die Wellen wurden höher.
Und dann kam halt, man sah hinten, da kam halt so ein Frontwasser an, so, ne? Was halt so ein Schiff mit sich bringt, ne? Und Stefan, passiert nichts. Auf einmal kam das Wasser und bricht so auf die Treppe und komplett über Stefan. Und Stefan war komplett nass. Also, fuck, Mann. Und unser Kameramann hat es natürlich wieder nicht aufgenommen. Nur den letzten Moment, wo er dann nass war, so. Und das war so, so witzig, weil er saß so und hat echt gedacht, ey, passiert nichts. Und Klaus hat, glaube ich, noch gesagt, pass auf eine Welle. Und er so, ah, die geht nicht so hoch. Quatsch, Alter. Und dann kam die Welle und er war komplett nass. Ne? Oh nein! Ich dachte mir so, passiert nichts. Ich wollte schon Dings produzieren. Natürlich kann ich das. Weil Klaus und ich, du kennst ja vielleicht nur Aquagame von früher, wa? Die gesagt haben, es ist Zeit für Partyalarm! Weißt du? Ja. So, Klaus, dann wollte ich jetzt die Zeit überlegen. Nein, Klaus und ich wollen jetzt den Trend machen, weil es ist schon lange raus, Klaus und ich wollen machen. Reinmachen zum Feiern! Und dann musst du ihn richtig. Ja, so einer. Und dann geht's richtig ab. Wir drehen ein überkrasses Video, wo wir total übertreiben mit Drogen und so. Das wird ein One-Hit-Wonder. So entstehen immer unsere Songs. Ja, Mann. Konsumiert! Boah, das wird ja heftig. Was? Wir machen so eine Partytruppe auf, aber so. Nicht nie Gesicht zeigen. Klaus, ne? Und auch nur so die, also verstellte Stimmen, so, weißt du, so wie bei Aqua geht da. Lass mal was sagen. Oh, Brandenburg. Hallo. Hier oben. Guck mal, wer da ist. Brandenburg. Schön hier. Wir wollten euch was runterwerfen, aber wir haben nur Teller. Ich kann kein Kind raushalten. Wir haben hier so ein Game am Laufen. Wir müssen joinen. Was? Erzähl mal. Wer hat die Behindertsten von Leiche? Sowas wie... Du musst schon ein Beispiel geben, sonst verstehen sie es. Sowas wie, du kannst mir nicht das Wasser reichen, wie ein Kellner ohne Arme. Oder ich ficke dich. Wie jemand, der seinen Schwanz in dich reinsteckt, ihn wieder rausholt, wieder reinsteckt, wieder rausholt, wieder reinsteckt, wieder rausholt, wieder reinsteckt. 50 Leute oder wie viel sind es? 150. Keine Ahnung. Nein, aber es sind nicht so viele da wie die letzten Tourstops, aber ich sag immer, ein Fan von uns ist so viel wert wie 50 von anderen Rappern. Peace, Booty. Bruder. Haftbefehl, ich grüße dich. Yo, ich habe Geburtstagskuchen gekriegt von den Fans, von den besten Fans der Welt. Fuck Crack Klaus, ein Crackkuchen. Vielen lieben Dank an Klaus Laut und Mary ist es, glaube ich. Vielen Dank für diesen netten Kuchen. Containern, Alter. Containern? Containern sind die besten, Alter. Essen aus der Tonne. Egal, Leute. Essen aus der Tonne. Leute, Essen aus der Tonne. Wie du Stefan weggewämst hast gerade, Mann. Du hast Stefan gerade voll weggeknallt. Das ist voll gegen die Regenrinne. Container, Alter. Ich hab mal bei einem Kollegen gegessen, ne? Der hat so ein schönes Essen zusammen gemacht, schön Gemüse und so. Und dann habe ich das gegessen, alles gegessen und am Ende so, mein Kollege Sax so, willst du mir jetzt erzählen, wo das Essen herkommt? Ich gucke ihn so an, ich so, wieso, wo kommt das Essen her? Aus dem Müll. Habe ich Essen aus dem Müll gegessen und die mir natürlich nachher erzählt. Ne? So eine Hippie-Scheiße, aber es ging, ich lebe noch. Guck mal, ich habe in meinem ganzen Leben zweimal von Alkohol gekotzt. Und beides Mal, wo ich gekotzt habe in meinem Leben von Alkohol, war auf der Geburtstagsparty von Till Lichtenberg, unserem Mastering-Mensch und Aufnahmemensch vom Make Your Way Studio. Immer wenn der Geburtstag feiert, artet es so unglaublich aus, dass das Licht ausgeht. Die meinen so, trinkt aber gerne Wodka. Ich so, ja. Auch Cannabis-Wodka? Ich so, nein, Mann, Cannabis-Wodka trinkt der nicht und so. Dann haben wir ein Geschenk für dich. Dann kommt sie ja mit einem Cannabis-Wodka. Alter, was? Ist da Cannabis drin? Ja, Mann, hier. Mach mal bitte das Ding aus jetzt. Digga. Klaus ist einer der Schlimmsten. Der schreibt Leuten, Klaus schreibt immer Leuten Rezept, Alter.
Die kommen da hin, Klaus schreibt denen immer Rezepte. Ja, hier, was brauchst du? Ach, du hast Schnupfen, hier Morphium. So, direkt abhängig gemacht von der Pharmaindustrie. Und er kriegt auch noch, was kriegt er dafür? Ein Ferrari. Der hat ein Ferrari einfach mal auf seiner Auffahrt stehen. Vor seinem schönen Einfamilienhaus, weiß, mit so antiken Litfaßsäulen so. Und einem Klingelschild aus dem Bronze. Ich hab ein Kratzen im Hals. Was macht Klaus, Alter? Direkt Opium, Morphium und ein bisschen Codein verschreiben. So. Kein Wunder, dass die Leute so am Arsch sind. Aber Deutschland mag keine ehrlichen Leute. Weißt du, da kommt jemand, zum Beispiel wie Ben Becker. Der sagt einfach mal, der redet sich einfach mal so ein bisschen was frei von der Leber weg, so, ne? Unter Freunden kann man das ja mal machen auf dem Nürnbergring, ne? Oder Hockenheimring oder wo das war. So, das ist eine familiäre Runde. Da sagt er einfach mal, Mensch, ich stehe hier, weil ich keinen Bock habe umzufallen. Und was passiert? Die zerreißen sich alles Maul drüber und sagen auch noch, ob der Herr am Samstag was getrunken hätte, ist nicht bewiesen. Ja, und selbst wenn, ein kleines Schnäpschen zwischendurch, hat doch noch keinem was geschadet, oder? Aber Deutschland wieder, ne? Ich kann's nicht mehr hören. Es steht mir bis hier. Und dann waren wir halt am Wochenende, der letzte Gig war dann in Bochum. Und Bochum ist so komplett eskaliert. Das war auch das krasseste Konzert bis dato, was ich so mitgemacht habe von uns. Von den Fans her, was sie für Stimmung gemacht haben, was für Randale die gemacht haben nach den ersten paar Tracks, das war eigentlich unfassbar. Mit Mülleimern rumwerfen in die Menge und Flaschen auf die Bühne schmeißen und ja, da war richtig Randale angesagt, richtig Weltkrieg. Du machst nichts, was du in der Hand willst. Ahu, 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 ahu. Die Leute sind so ausgetickt, schon beim ersten Song, Alter. Erster Song ging an und die Leute sind noch direkt alle. Das war als wären wir das erste Mal, als hätten wir das erste Mal live gesehen. Vielleicht war es ja auch so, wir waren das erste Mal richtig im Ruhepott. Aber als hätten die auch die ganzen Jahre drauf gewartet und immer jetzt kommt Rough Fiction und die sind alle so komplett eskaliert, Alter. Zwischendurch hat man halt gesehen, die hatten da so Fässer stehen so in der Menge, so wo man, ich glaube, Getränke draufstellen konnte. Und die Fässer wurden dann einfach durch die Menge gerollt, die flogen da rum so. Das war so krass, wirklich, so überheftig. Ich stand auf der Bühne und dachte mir im Kopf so, was passiert hier gerade, ey. Überkrass, ja. So, Alter, was habe ich mein Leben lang anderes gemacht irgendwie? So Bochum, Hamburg. Stuttgart, Jena, das war jetzt nicht, war nur eine Samstagshow, aber die waren auch alle so krass. Allgemein waren die Shows alle krass, aber die Samstag waren dann immer so ein richtiger Mindfuck. Weil vor Roughnecks gab es solche Shows irgendwie nicht, dass du wirklich so große Läden auch nochmal voll gemacht hast. Und wenn der Himmel sich mit Wolken bedeckt und die Sonne sich für immer hinter Feuer versteckt, was geht da in Front mit dem Stolz eines Kriegers und schreit auf! Also auf jeden Fall war auf der Tour irgendwann, haben wir halt gesprochen, meinten so, hey, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ja, dann habe ich meinst so, ey, was sagt denn ihr Jungs, so Solo, irgendwie Album zu dritt wieder? Die so, ja, ist schon cool irgendwie und ja, so war irgendwie der Kontext. Also wir haben gesagt, ja, wir machen's, aber ja, wie das dann immer so ist. Ist Hauke wieder angefangen mit seinen tollen Ideen, ne? Klaus und ich hatten halt Wichtigeres zu tun, muss man ehrlich sagen, so. Wir haben halt auch wirklich wichtige Dinge zu tun, weil Klaus ist ja Arzt. Und ne, wie das halt so ist, ich meine, man muss sich auch mal, muss die Prioritäten setzen. So, was gibt's da denn Schönes? Wir haben uns jetzt erstmal ein paar Pornos geholt. Bukake-Pornos, Sex mit Tieren. So wieder so Mario. Hast du mal eine Filterkippe? Ist hier einer Tabakraucher? Hast du mal eine Zigarette? Keule? Mit Haar. Ja. Ja. Ich habe immer Keule. Keule. Und dann meinte ich auch so, ja okay, dann machen wir jetzt mal einen Studiotermin. Und der Abok war so. Ich war eigentlich so,
lass mal lieber noch dieses Jahr nichts mehr machen. Lass mal lieber Album im Januar anfangen. Und auch zum Januar. Das geht nicht. Wir müssen Ende November müssen wir anfangen. Wie stellst du dir das vor? Wir wollen auch wieder zum Sommer rausbringen. Okay, machen wir. Alles klar. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich hatte halt die Idee, okay, Frieden. Und habe schon das ganze Konzept ausgearbeitet. Habe schon mit den Promo-Leuten geredet. Habe schon irgendwie mit Produzenten oder mit dem Vertrieb hatten wir auch ein Meeting, wo ich da schon meinte, so, ja, und das ist die Idee und so ziehen wir es auf, das ist das Logo und das ist für die Promo die Idee und das können wir in die Box machen irgendwie und alles mögliche und die Jungs waren dann so, ja, okay, sie konnten gar nicht mehr Nein sagen, eigentlich, weil ich war schon so überzeugt von allem, dass sie wussten, dass wenn sie auch sagen, ja, nee, ist jetzt, gefällt mir jetzt irgendwie nicht so oder so, dass ich dann vollkommen freidrehen würde wahrscheinlich, weil ich sage, ja, fickt euch doch, macht doch die Scheiße alleine, man, gar keinen Bock mehr jetzt für euch Kackvögel zu arbeiten und so. Ja, ich bin da ja manchmal so ein bisschen eigen. Und dann diesmal haben wir gesagt, wir machen alle Aufnahmen in Osnabrück im Studio bei Till. Und so haben wir uns halt jeden Monat ein bis zwei Wochenenden getroffen und haben halt aufgenommen. Und erstes Wochenende hat, glaube ich, nur Hauke aufgenommen. Stich ins Gesicht und die Netzhaut zerplatzt wie Weintrauben und dann gehst du Blackout, du Spaß. Ich habe einen Part aufgenommen, Klaus war erstes Wochenende nicht da. Doch. Klaus war doch da, Klaus war zweites Wochenende nicht da. Klaus hat auch einen Part aufgenommen, 8 Zeilen. Und Hauke hat irgendwie, keine Ahnung, Alter, das halbe Album schon aufgenommen. Ne? Und ich sage, scheiße, jetzt hängen wir hinterher. Man hat gemerkt, nach dem ersten Wochenende haben die anderen auch gearbeitet und dann waren wir, glaube ich, im Januar oder Februar halt das nächste Mal im Album im Studio bei Till. Bisschen aufgeholt. Klaus war nicht da. Eigentlich sollte Klaus kommen. Es war eigentlich abgemacht, dass Klaus am Freitag kommt. Und bis Freitagabend hatten wir keine Nachricht von Klaus. Oh, wo bleibt Klaus? Wo ist er? Ne, der hat sich nicht gemeldet. Wir haben die ganze Zeit gewartet. So, es war halt ein richtiger Abtörn. So, weil irgendwie Abok und ich haben dann weitergearbeitet. Ich war bei 7 Songs. Abok war dann bei 3 oder 4 oder so. Und Klaus war halt immer noch bei einem 8er Part. So. Und dann habe ich mit dem telefoniert. Ich so, Klaus, Alter. Oder ich konnte nicht mit dem telefonieren. Genau, der hat nämlich abgesagt bei Till. Ach ja, genau, ja, da musste ich arbeiten, Überstunden am Wochenende. Hauke hat mal wieder gewartet auf mich. Ja, ging halt nicht anders, ne? Ja, das Krankenhaus ruft auch, ne? Wenn ja, natürlich, ne? Und ich kann doch nicht einfach sagen, hier, Herz-OP oder so, ich komme heute nicht, ne? Also, das klappt nicht. Der wollte Sonntag kommen, nachdem wir alle weg waren. Kam er natürlich nicht, hat er bei Till abgesagt und dann Handy aus. So. Oder halt Handy nicht aus, aber er hat einfach auf nichts mehr reagiert. Ich habe dem SMS geschrieben, angerufen, Facebook, WhatsApp. Ich habe den versucht, überall zu erreichen. Er war einfach 3 Wochen nicht erreichbar. Wo warst du den Sonntag? Musstest du Sonntag auch arbeiten? Wo du ins Studio kommen wolltest? Nee, da musste ich nicht arbeiten, nee. Das war so, dass ich halt auch nur 2 Parts oder so, ich weiß nicht, ob das, ja, ich glaube 2 Parts oder so hatte ich geschrieben. Und ja, ich war so noch fertig von der Arbeit und es hätte sich halt nicht gelohnt, einfach nur für diese 2 Parts dann hinzukommen. Und dann habe ich gesagt, ich fahre darauf die Woche halt hin und dass ich über die Woche noch schreiben kann. Ja, und dann bin ich halt das nächste Wochenende hingefahren zu Till ins Studio, ja, und habe meinen Kram aufgenommen. Und dann beim dritten Wochenende war Klaus endlich mal dabei und dann hat er endlich mal wieder ein bisschen aufgeholt und hat, glaube ich, noch 8 Zeiler aufgenommen. Ja, dann hat er schon 2x 8 Zeiler gehabt. Und so hat sich das alles so den Albumprozess immer so weiter. Ich konnte danach, ich hing ja auch hinterher am Anfang, aber konnte danach wieder aufholen zum Glück. Und Klaus, also wenn ihr das Interview jetzt seht, ist er ja fertig geworden, aber jetzt im Moment, ich könnte halt auf meine Liste gucken, auf meine schlaue, und da sieht es halt immer noch schlecht aus für Klaus. Der muss noch gut viel nachholen, ja. So. Und irgendwann, ich meinte so, Dicker, für die Single und Friedenspanzer muss fertig werden und du musst jetzt unbedingt schicken und mach mal und tu mal und so. Und dann irgendwann habe ich so, ey, okay. Und dann meint er so, ja, er kommt nächste Woche Samstag. Das hat er aber auch nur Till gesagt. Mit mir hat er ja gar nicht mehr geredet, so, weil der wusste, ich bin eh sauer auf den. Und Klaus ist dann so, ja, dann rede ich gar nicht mit Hauke. So Vogelstrauß-mäßig, steckt einfach den Kopf in den Sand. Kackvogelstrauß, ey.
Richtiger Kackvogel. Naja, und dann habe ich irgendwann mit dem telefoniert, aber es war genau an dem Tag, wo er aufnehmen musste. Und dann habe ich schon gesagt, er muss unbedingt für die Single aufnehmen, also für Friedenspanzer. Und dann habe ich schon zu Till gesagt, ey, wenn Klaus bei dir im Studio ist, ruf mich sofort an, damit ich mit ihm reden kann. Und dann hatte er mich aber vorher irgendwie, haben wir telefoniert. Und meinte ich auch so, ey, wenn Klaus da seinen Part aufgenommen hat oder wenn der da ist, dann ruft mich an und sagt mir seinen Text, so damit ich weiß, was der rappt und so. Und nicht, dass dann da wieder irgendwas ist, wo ich nicht mit konform gehe und sage so, nee, das können wir nicht machen. Und dann ist der irgendwie, oder das halt einfach künstlerisch nicht so den... Ja, was halt nicht, wie sagt man, meinem Standard genügt. Ja, dann hat Klaus irgendwie den Song, der hat ja auch alles gar nicht gehört. Der hat ja 7 Songs angefangen, der hat nichts gehört, Alter. Der hat da wieder einen richtigen Klaus gemacht. Und dann sagt er, ja, ich versuche einen Internet-Tag einzuführen. So. Punker, ey. Richtiger Punker. Mit seiner Ratte in der Hand oder so. Scheiß Arzt. Naja. Ja, ja, bei Frieden jetzt zu unserem kommenden Sampler ist wieder so, dass das halt ziemlich schnell vorangeschritten ist, die ganze Arbeit. Da ich natürlich sehr viel arbeiten muss, mehr als Hauke und Mario. Ja, du bist aber Arzt. Ich bin natürlich auch Arzt, ne, Dr. Craig. So, Klaus, was hast du jetzt mit Alex gemacht? Ich habe ihm eine Riesenmenge Methadon gegeben. Damit er überhaupt den Auftritt überstehen konnte? Ja, gegen seinen Schnupfen. Er hatte eine ziemlich krasse Erkältung. Und Methadon hilft. Methadon hilft eigentlich für alles, oder? Kann man quasi auch bei, weiß nicht, Kopfschmerzen nehmen oder? Oder was man sonst gerne hätte. Rückenleiden oder? Ja, wenn man sich wegschießen will oder so. Habe ich nicht so viel Zeit, sagen wir mal, um mich jeden Tag hinzusetzen und meine Parts zu schreiben. Und ja, es ist wieder so, dass Hauke und Mario eigentlich komplett fertig sind. Ich habe, glaube ich, 5 Parts. Ja, und ich muss jetzt noch in den nächsten 3 Wochen, ich glaube, 8 Parts oder so. Ja, 7, 8 Parts noch schreiben. Ja, und dann rechtzeitig abgeben. Aber ansonsten, Frieden, Alter. Das Album ging schneller als gedacht. Ich habe wirklich anfangs gedacht, okay, kriegen wir jetzt noch so mal wieder eben so ein Album hin. Aber als wir erstmal angefangen waren, war richtig krass. Und jeder Song dachten wir, okay, richtig krasser Song. Und von Song zu Song immer mehr. Und wir dachten, okay, Album ist schon bald fertig. Aber bisher war es echt, war schon stressig, so, aber jetzt ist Klaus auch wieder ein bisschen mehr erreichbar. Und mal gucken, was der so dazu sagt zum Album. Wie er es so findet bisher. Ja, ist gut. Ist richtig geil. Wahrscheinlich. Und ich hoffe, es gefällt. Also, ich finde, krasses Album geworden, auf jeden Fall. Wir sind die Panzerfans, die asozialen Panzerfans. 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 Was die Zukunft nach Frieden bringt, das werden wir ja sehen, ob das Album läuft oder nicht läuft. Vielleicht sind wir danach wieder alle bei den Fremdenlegionären wie davor und ja, trainieren unsere französische Akzent und gehen irgendwo hin und uns treibt es umher, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall erstmal nach dem Album wieder auf Tour gehen. Vielleicht waren wir schon auf Tour. Ja, ich glaube nicht. Wenn die DVD sieht, dann waren wir nicht auf Tour, auf keinen Fall. Aber erstmal auf Tour gehen. Und danach, Alter, es gäbe einige Möglichkeiten. Also jeder von uns will bestimmt nochmal ein Soloalbum machen. Ich glaube, da ist irgendjemand, der mal ein Soloalbum rausbringen möchte. Also ich. Das soll ja schon seit vielen Jahren kommen, ist eigentlich auch schon fertig geschrieben. Ist halt über 4 Jahre oder so entstanden. Ja, die Sachen müssen halt alle nochmal neu komplett recorded werden, weil über den langen Zeitraum halt, wie man das aufgenommen hat, haben sich halt auch die Qualitätsstandards, sagen wir mal, verbessert und das muss ich dann alles mal nach dem Sampler mal im Angriff nehmen und mal gucken, was kommt. 2006 hat er das erste Mal davon gerappt. Bald kommt mein erstes Album, Deutschland geht jetzt schon in Flammen auf, das weiß ich noch. Und Klaustrophobie, ey, ihr seid alle noch nicht bereit, aber bald kommt es. Vielleicht mache ich auch wieder eins. Ich hätte schon Lust, aber es ist auch viel Arbeit, ne? Cracklaus, Klaustrophobie. Eigentlich hat er schon der Titelsong zum Album kam eigentlich schon auf Dings raus, ne? Auf Lost Tapes.
Klaustrophobie, wo ist denn Onkel? Klaustrophobie, wieder dieses Ameisen, Terrorameisen-Scheißding. Wie hat er das immer genannt? Der hat doch so ein Ameisending gehabt, ne? Weißt du nicht mehr, Killer-Ameisen? Der hat irgendwas mit Ameisen hat er immer gemalt. Ameise, irgendein Quatsch, Alter. Weser-Rap, Mörder, Ameise, Beats, Kacke, irgendwas. Weser-Rap, Klaus am Headset. So hat der früher gerappt. Klaus am Headset, jetzt geht's los. Weißt du noch, wie wir hier saßen, Alter, und diese ganzen alten Songs gehört haben? Von 2006 und so? Das war so krass, Alter. Ich bin mit einem Flop-Rohr oder so. Keine Ahnung. Klaustrophobie kommt. Hauke macht vielleicht auch. Hauke macht bestimmt noch eins. Aber man kann nur spekulieren jetzt in dem Moment. Mal gucken, was danach kommt. Keine Ahnung. Erstmal jetzt das Album zu Ende bringen. Ich habe irgendwann habe ich auch zu den Jungs gesagt, so während der Albumphase, als sie mich wieder so genervt haben, weil ich wieder in meinem asozialen oder nicht asozialen, aber in meinem Film war mit dem Album und dachte so, scheiße, wir werden niemals fertig und nichts funktioniert und so. Da habe ich schon gesagt, ich mache nie wieder ein Album mit euch. Auf keinen Fall. Mal gucken. Keine Ahnung. Aber man hat sich ja trotzdem lieb, ne? Spätestens nach der nächsten Tour, glaube ich. Dann ist ja eh wieder so, ja geil, Rough Fiction, Mann, ja geil. Mal gucken. Klaustrophobie kommt. Klaustrophobie-Style, eher Doppelfotzenfick. Das ist 3 an 7 drogenkrank, Alter, guck dich homo an, wie ich dich nur mit meiner Faust ganz locker zu Boden stampf. Wie sollte man ernst nehmen? Meine Ostfreunde sind die besten. Ingo, Zanga, Butzi, Rami, Simon. Yeah. Das sind Grüße an euch. Bei dem Fernsehen, dann gehe ich halt nicht weg mit dem Klaus. Dafür stolz uns gesagt, guck mal, crack drauf. Deutsch von Ernstin, wegen Mauzi von mich bei dem Fernsehen. Dann gehe ich halt nicht weg mit dem Klaus. Dafür habe ich stolz uns gesagt, guck mal, crack drauf. Deutsch von Ernstin, wegen Mauzi von mich bei dem Fernsehen. Dann gehe ich halt nicht weg mit dem Klaus. Dafür habe ich stolz uns gesagt. Ja, dann geht er halt lebenslänglich im Klaus. Na eben, dann gehe ich halt doppelt. Es sind doch nur 25 Jahre, ja, Mensch. Eben, das ist einer packt sich dann. 5 Gramm an dich, hier, zack, zack. Hier wird es konsumiert. Die Konsum Area. Magic, Voodoo, Moulin Rouge, das ist der Zeck hinter der Jungs. Wie komme ich hier zurück? Wohin? Zu der Liste. Mach doch. TikTok. Die schlechten sterben nie, spielen wir das? Was ist das? Die schlechten sterben nie? Alter, Klaus, du bist so am Limit, ey. Das haben wir noch nie gespielt. Wow. Junge, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Und jetzt sollen alle mitsingen. Steig in den Van, steig in den Van. Ich sage, fürchte dich nicht. Ich habe Süßes für dich. Steig in den Van, steig in den Van. Wir fahren mit uns zurück. Ich komme später zurück. Steig in den Van. Ich frag, wohin des Sieges? Es ist schon spät und in der Gegend soll Gesindel leben. Wo darfst denn hingehen, Mädchen? Mein rechter Platz ist frei. Deine Entscheidung steigt ein. Oder lass es sein. Ein alter Tatlein weiß nur wie zum Leben. Und was soll ich dir schon antun? Mich entführen und knebeln und du nickst ab. Wir fahren los, als du sagst, wir müssen dich rechts ab. Siehst du nur, wie ich lächle und der Typ auf langsam wegsteht. Beobachte dich schon ein paar Wochen lang. Immer wenn ich dich sehe, fängt mein Herz ganz schnell zu pochern an. Auch wenn du noch ohne Knochen hast und eine sehr faltige Haut.
2014. 2014 war die erste Tour zu Roughnecks, zum Roughnecks-Album. Und davor hatten wir halt schon im, das Jahr davor, im Dezember, November, also da muss ich jetzt wirklich lügen, das weiß ich nicht mehr, unseren ersten Auftritt beim Mile of Style Festival. Wir dachten so, okay, wir kommen über so ein Hip-Hop-Festival, war für uns ganz neu, sowas Größeres. Wir waren dann auf dem Samstag, war noch die erste Band, die samstags eröffnet hat. Und wir haben wirklich, ich dachte so, ja, Hauptsache ein paar Leute gehen mit vorne, ne? Ich weiß nicht, ey, die stehen bestimmt da und gucken uns an mit einem Fragezeichen. Wer ist das so? Ne? Und Hauke, ey, Mann, das wird schon gut, das wird schon gut. Der hat da wieder so ein Singalong mit eingebaut. Und ich dachte so, ey, lass es lieber. Die Leute machen nicht mit, das wird peinlich. Nee, nee, das läuft schon, das läuft schon. Ja, und dann ging halt der Auftritt los. Und die Leute sind halt voll abgegangen. Also nachher beim Weltkriegssong, die Leute sind so, alle auf einmal konnten alle die Hook mitsingen. Und ich war total überrascht und dachte, boah, krass, okay, was geht hier gerade ab? Da waren halt irgendwie 1.500 Leute und alle sind abgegangen. Wir waren der erste Gig, es war Samstag, 4 Uhr nachmittags oder so, weißt du? Und die Leute sind komplett ausgetickt, so richtig abgedreht. Und dann dachte ich, okay, krass, Mann, Rough Fiction, vielleicht ist es doch bekannter, als du denkst. Und wir hatten an dem Tag, waren wir halt in einem Hotel da in der Nähe und irgendwann noch weit vor dem Auftritt bin ich halt mit Edda und Basti, unserem Fotografen, nochmal zum Hotel gefahren. Und jetzt muss man eine kleine Geschichte kurz davor erzählen. Am Freitag davor war es, glaube ich, hat Hauke von Basti Trailer Park so ein Paket in seine Wohnung geschickt bekommen, also noch in Berlin. Und das Paket kam irgendwie mit einem Taxi, also da kam ein Taxifahrer, der hat ein Paket gehabt und Hauke wusste auch nicht, was in dem Paket drin ist. Und Trailer Park, ja, nimm das Paket mal mit zum Mile of Style, das ist wichtig. Ne? Aber wir haben, er hat auch nicht ins Paket reingeguckt und Paket von Trailer Park, ne, was mit einem Taxi kommt. Mysteriöse Geschichte. Wir wussten nicht, was drin war. Naja, dieses Paket hatten wir dann auf jeden Fall hinten schön im Auto drin. Und wie das halt so war, hatten wir noch so ein bisschen Gras mit dem Kofferraum. Ne? Braucht man ja auch mal ab und zu. Und dann sind wir halt nochmal kurz, ich bin mit Edda und Basti zum Hotel gefahren. Und dann kamen wir wieder, wollten bei Mile of Style da im Parkhaus parken. Und dann kamen da so zwei nette Herren, die waren ganz normal gekleidet. Und die machen so, klopfen so, winken so. Ne? Wir so, halten an, im Parkhaus, ja, was ist? Fenster runter, ja, Polizei, können wir mal kurz rechts ranfahren, wollen wir mal das Auto durchsuchen. Okay, fuck, ne, das Paket von Trailer Park, das Gras, okay, wir Fenster hoch, in die Parklücke gefahren und dann währenddessen noch eben gelabert, ne, ja, scheiß, was machen wir, sagen wir, was wir haben, ne, auf keinen Fall, nicht sagen, ne. Als wir in der Parklücke waren, wurden dann aus diesen zwei Bullen auf einmal vier, oder Polizisten, sag ich mal, ne, wurden aus einmal vier Polizisten und ein Hund. Einen schönen Drogenhund, ne, der alles direkt riecht. Ja, erstmal alle Ausweis zeigen, ne, ja, alles klar, ist klar. Der Hund im Hintergrund, ich hörte schon, der war ganz schön aggressiv. Du hast wirklich, ich hab den Hund geguckt und der Hund immer, ne, sieht schon so und der Bulle, der Polizist, immer den zurückgehalten, ja, bleib ruhig, darf's gleich, ne. Und der Polizist auch dann, ja, sagen Sie jetzt, wenn Sie irgendwelche Substanzen bei sich haben, sagen Sie jetzt, wir lassen sowieso den Drogenspürhund durchs Auto laufen, ne. Ne, wir haben nichts bei. Ist alles gut, wir haben nichts dabei, ne? Okay, dann ist das so, ne? Kofferraum aufgemacht, der Polizist. Ja, wem gehört die Tasche da hinten? In der Tasche war das Gras. Nicht, dass es jetzt Edda gehörte, aber Edda gehörte die Tasche. Ne? Ja, meine Tasche. Okay. Guck, ne? Nichts weiter gemacht. Hinten bist du den Kofferraum durchgeguckt. Der Hund immer... Und der wurde immer... Ja, darf gleich durchs Auto. Und ich stand nur, scheiße, Alter. Ey, jetzt werden wir gefickt, jetzt ist vorbei, Alter, ne? Auf einmal, der Polizist macht Kofferraum zu. Nö, die haben nichts. Alles gut, lassen wir den Hund gar nicht erst durch. Könnt ihr wieder gehen, tschüss. Und dann waren wir schön raus aus der Sache. Und wir so, alles, ja, Ausweise zurück, alles gut, okay. Bullen heizen ein, wir machen Fenster wieder hoch. Und wir haben uns erstmal tot gelacht im Auto, so. Die hätten auf jeden Fall was bei uns gefunden und wer weiß, was in diesem Trailerpark-Paket war. Aber wir waren fein raus aus der Sache. Das war so die beste Story am Mile of Style auf jeden Fall. Nice. Ich erzähl mal von der Bullifahrt. Ich weiß ja nicht genau, was da passiert ist. Ja, das war nach Bochum, bei unserem letzten Auftritt. Mario und ich wollten halt noch nach Hause, weil wir keinen Bock mehr hatten auf Hauke, dem Spaß. Und dann sind wir... Efraim hatte, glaube ich, einen 10-Mann-Bulli oder 9-Sitzer. Und waren halt 12 Leute. Und dann haben Mario und ich halt gesagt, ja komm, scheiß drauf, wir fahren hinten im Kofferraum mit halt. Ja, der ganze Bulli war voll, Mario und ich hinten in den Kofferraum rein. Und sind wir, ich weiß nicht... 3,5 Stunden oder 4 Stunden halt im Kofferraum auf der Autobahn mitgefahren, bis Efraim die ersten Leute rausgelassen hat. Ja, dann sind wir auch mit im Bulli eingestiegen.
Dann habe ich dann noch so einen Typ mit auch einem Fan halt, mit so Rasterzöpfen kennengelernt. War auch komplett durch, haben wir uns auch ein bisschen was geteilt. Ich hatte noch was Schönes, noch schöne Arzneimittel dabei aus meinem Krankenhaus. Schönen Dank. Und ja, dann sind wir bei dem angekommen, haben den auch nach Hause gebracht und der wollte sich irgendwie revanchieren und meinte, ja, ich habe da noch ein bisschen MDMA, ich kann dir was geben. Und ich sag, ja, brauchst du nicht. Er so, doch klar, ich habe das in meinem Garten vergraben und so. Kriegst du auch so, ich schenke dir das. Ja, warum nicht? Dann springt der raus aus dem Budi, springt so über den Zaun drüber, in so einen Busch rein, wühlt da rum und kommt dann auf einmal mit seinem Päckchen wieder raus und sagt, hey, hier, kannst du haben. Ich mich natürlich sehr gefreut, war übrigens sehr gut. Ja, das waren eigentlich so ein paar lustige Erlebnisse.